Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mir fällt gerade auf, dass mein Katana repariert werden müsste. Ach ja, und mit mir spielt die. Nö, du? Mathilde. Ja, natürlich habe ich was zum Reparieren. Weiß gar nicht, ob ich das überhaupt gelernt habe. Ich habe auf jeden Fall Stahl mit. Ja, ich glaube, ich wollte sowieso noch eine andere Waffe nehmen. Ah ja, Battle Cat ist auch dabei. Und wenn sie die zweite. Ich hatte ja eigentlich Tussi, aber Tussi habe ich gerade irgendwie nicht mehr gefunden. Weiß nicht, ob es jetzt an dem Server-Update lag oder so, keine Ahnung. Zumindest habe ich dann jetzt einfach Shenzi die zweite mitgenommen. Ah, Tussi hatte aber, glaube ich, gute Rüstung, ne? Ja, Tussi war ganz gut. Tussi hat auch gut gekämpft. Horst auch. Ja, Horst ist tot. Horst ist einer der Sklaven, die am längsten überlebt haben bisher, ne? Mhm. Weil wir immer gut auf ihn geachtet haben. Ja. Guter Mitarbeiter. Aber für mich ist er nicht gestorben. Für mich hat er einfach eine Weiterbildung besucht, hat sich besser qualifiziert und ist jetzt auch ein Spieler. Auf dem anderen Server. Oder? Okay. Horst Friede. Was? Achso, kämpfen. Sind im Weg. Oh. Ach, reicht nicht jetzt. Battle Cat, los, fass! So. Da frisst aber einer. Dämonenblut, ja. Da ist ja die Säule und hier haben wir auch das Schlundloch und hier sind diese Dämonenhyänen. Ah! Ey! Sieht die scheiße aus, aber die sehen irgendwie cool aus. Scheiße cool. Und hoffentlich gibt ihr uns was Vernünftiges mit dem Häutemesser. Häutemesser, wo ist mein Häutemesser? Wildfleisch. Ach. Wildfleisch, ich dreh durch. Ja, wir haben noch ein paar. Ey, ihr Süßen. Jetzt müssen wir doch zur Arena. Aber eigentlich wollte ich das nicht mit den Tieren begleiten. Dann zerhack du die mal, vielleicht gibt es dann ja was anderes. Warte, nämlich das Hackebeil. Da hackt doch hier gerade jemand rum, oder? Ja, Battle Cat. Geht die Hyäne. Totenkopf und. Hey. Verdorbenes Fleisch kriege ich im Wildfleisch. Toll. Kein Dämonenblut. Hey, hörst du mal auf, Battle Cat? War total dämlich gleich mit der Sichel. Mach mal. Ups, Entschuldigung. Da auch nicht. Da ist der nächste. Ah, die bringen nichts. Die sind scheiße. Ja, vergessen. Ah, mit der Sichel. Jetzt echt? Ja, jetzt echt. Ich habe zweimal Dämonendud bekommen. Scheiße. Wir können natürlich einfach zur Arena uns bewegen. Wir müssen ja nicht alles durchmachen, weil ich glaube, wir haben jetzt hier die Dämonenhyänen alle platt gemacht. Leider ja. Scheiße. Es wird ein bisschen dauern, bis die wiederkommen. Man kann auch vielleicht hier runterspringen, ne? Und dann den Endboss platt machen. Ja, wenn du den Sprung überlebst, kannst du das oh, gerne oh, Verderbnis. Wir brauchen hier einen Tänzer. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat uns vorgeschlagen, dass man da ja einen Dings runterbauen könnte, einen Aufzug. Bisschen lang gelaufen. Ich bin noch am Schlundloch. Ich auch. Denn? Ach da, ich sehe Battle Cat. Ja, dann gehen wir einfach mal nach Osten, würde ich sagen. Da ist der Eingang zur Arena. Ja,
Oh, da ist noch eine Dämonenhyäne. Beziehungsweise zwei. Oh, das ist gut. Nehmen wir gleich. Und ein paar Skelette. Vielleicht kriegen wir ja mit der Sichel aus den Skeletten Dämonen. Ja, ich habe aber keine Sichel dabei, oder? Ja, ich aber. Nee, ist gut. Dann. Töten. Ja, komm mal hier. Boah, ich habe jetzt schon 13. Juhu. Man muss nur wissen, wie, ne? Okay, die hat keine gegeben, aber egal. Jetzt habe ich ja wenigstens schon mal ein bisschen gekriegt. Gucken wir mal hier das Skelettlager an hier. Ein Skelett- ja, das ist ein Skelettbogenschütze. Ey, warum rennt er weg? Ah! Ey, du Arsch. Oh, du hast was auf dem Kopf. Der Arsch auf dem Kopf? Ja, so eine Dafari-Maske. Das ist ein besonderer Arsch. Und nichts? Nichts. Okay, dann bringen die wahrscheinlich nichts. Ist ja noch irgendwas zu lesen oder so? Hier war noch einer. Gucken wir mal wegen was zu lesen. Nix. Ist doch ein verwitterter Schädel. Ja, also kein Dämonenblut. Also hier ist auch nichts, keine Truhe. Was dann? Schade, dann lass uns weiter. Jetzt bin ich gerade wieder besserer Hoffnung, ehrlich gesagt. Ja. Verdammt. Nix. Nur gucken, wo der Eingang zur Arena war. Da war nämlich hier unten irgendwo. Irgendwie nach rechts müssen. Ah! Ah! Nein! Fuck! Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Ich spawne mal in der Wüste. Das ist, glaube ich, jetzt nicht der Eingang gewesen. Keine Ahnung, aber das sieht aus wie. Ah. Wir sollten mal die Betten aufbauen. Scheiße. Ja. Ah, ich bin mitten in der Wüste. Bringst du was mit? Oder soll ich zu dir hin? Ich glaube, es ist schneller, wenn du was machst. Aber hier ist ja nichts. Also hier ist nichts zum Zwirren basteln, doch da ganz unten. Und dann, wenn ich da runterspringe, bin ich auch tot. Du kannst natürlich auch versuchen, zu meiner Leiche zu kommen. Die hat eine Sichel, da hast du ganz schnell das Zeug zusammen. Ja. Yeah. Na gut, versuche ich zu deiner Leiche zu kommen. Kann ich zwei Tiere mitnehmen? Nee, ne? Mhm. Ein Tier ist dann noch hier oben. Hm. Kann ich das vielleicht tragen? Das müsstest du können. In Shenzi stecken? Da muss ich das immer ein paar Meter vortragen, ein paar Meter zurück. Ah. Weil du kommst da, man kommt da wahrscheinlich auch anders hin zu deiner Leiche. Bestimmt. Da war so ein Loch, das ich nicht gesehen hatte. Ja, ich glaube, da bin ich auch schon mal runtergefallen. Bloß ich habe nicht das Pech gehabt zu sterben. Oder ich habe es vergessen. So. Kann ich mit dir auch runterspringen, Shenzi? Flieg und Sieg! Stirb bitte nicht. Das reicht schon, dass ich gestorben bin. Nee, ich habe nicht vor zu sterben. Sehr gut. Ups. Oh, und ich komme von unten am Fluss, glaube ich. Ja, ich bin auch hier unten am Fluss gegangen. Aber ich glaube, das war doch eine falsche Entscheidung, oder? Oh, diese Drecks. Na gut, ich muss so ein bisschen was töten. Ich nehme mich auf den Sack hier. Aber das Gute ist, dass ich jetzt an unserer alten Basis bin. Da kann ich so eine rudimentäre Ausrüstung wenigstens noch mitnehmen. Jo, da gibt es noch ein bisschen was.
jetzt mal ein bisschen was zu futtern. Ich glaube, in der alten Basis haben wir, habe ich die Betten auch liegen gelassen. So, eine Stetitenmaske nehme ich auch mit, für den Fall, dass es regnet. Regnet. Ich verstehe. Danke. Bitte. So, ich baue gerade zwei Bettchen. Very good. So, ich habe mich rudimentär ausgerüstet. Jetzt bin ich wenigstens nicht mehr nackig. Und ganz hilflos. Das war gerade clever. Kein Kommentar. Ich wollte gerade dein Bettchen mit aufstellen, aber ich habe da meins gelöscht. Hm. Das darf ich. Ja, jetzt darf ich eins nochmal bauen. Naja, so ist das im Leben. Lernen durch Schmerz. Ich habe jetzt keine Lust auf euch, Hyänen. Ach, guck an. Ich glaube, hier ist die Höhle, wo du gestorben bist. Oder eine andere. Sieht ganz schön zu aus. Könnte es aber sein. Ja, hier liegst du. Hier liegt noch ein anderes Skelett. Oder andere Skelette. Ja, und da waren noch andere. Ich bin da nicht ganz allein gestorben. Nee. Weg, du dumme Hyäne. Einmal auf den Baum geklettert. Na toll, jetzt wird es dunkel und ich habe nichts zu leuchten. Ich habe keine Lust, das Zeug für eine Fackel zu sammeln. So eigentlich nicht, das ist doch dunkel. Ich brauche doch nur Holz und Pflanzen. Ja. Ah, ich glaube, da links komme ich hoch. Oh, da ist ein Pferdchen. Aber wir haben ja Pferdchen. Ich brauche keine Pferdchen mehr. Ach, ich gehe in die falsche Richtung. Scheiße. Geht doch richtig. Ja. Wo sind die Stöcker, wenn man sie braucht?
Oh, oh, jetzt geht die Sonne unter. Bitte? Ich dachte, oh, oh, jetzt geht die Sonne unter. Ja, und ich habe nichts zu leuchten, weil ich auch keine Stöcke habe, damit ich mir nichts machen kann. Ja, und hier sind Supersteinnasen. Supersteinnasen. Schickt euch ins Knie. Fängst du schon wieder an mit diesem Kraftausdrücken? Entschuldigung. Noch mehr fick dich, Steinnase. Na, hier ist mal ein Ästchen. Ich wollte schon mal so ein bisschen in deine Gegend kommen. Ach, hier sind auch noch Leute. Hi. Jetzt habe ich alles am Haufen hier. Ah, sorry, Jungs. Hier wollte ich gar nicht her. Viel Spaß mit den Steinnasen. Ich gehe wieder weg. Wuhu. Los, Battle Cat. Folge mir. Ah, ich gehe schon wieder falsch. Da hochkommen und dann mal querfeld ein, dann müsste ich bei dir sein. Oder auch nicht. Aber am klügsten wäre es, wenn du auf das Plateau kommst, weil am Fluss, da weiß ich nicht, ob du da irgendwie den übelsten Umweg machen. Das ist der Brummbrumm-Tempel da, ne? Ah, ich muss hinter dem Brummbrumm-Tempel laufen. Battle Cat ist noch da? Gut. Battle Cat ist noch da. Ah, Kaffee habe ich auch noch. Du rennst voll in die falsche Richtung. Mhm. Du rennst mir nicht ansatzweise entgegen. Ich bin ja auch falsch gelaufen. Ich wollte ja, du warst ja hier hinten nur irgendwo. Ich wollte ja einmal querfeld durch. Ah, wieso seid ihr gemein zu mir? Ich bin noch ein Mitra-Mensch. Ich bin nämlich fast bei der Arena. Ja, aber nicht bei deiner Leiche. Ich weiß nicht, ob du da durchkommst, da wo du jetzt langläufst. Das weiß ich auch nicht. Aber hier gibt es einen Durchgang. Ich habe einen. Auf deinem Plateau. Da bist du schon dran vorbei. Da bin ich gar nicht lang gelaufen. Doch, du läufst vor mir. Nein, bin ich nicht. Du bist vor mir vorbeigelaufen. Nein, ich bin den Fluss hochgelaufen. Ja, ich bin doch jetzt hinter dir quasi. Wenn du auf der Karte guckst. Ja, und da bin ich nicht lang gelaufen. Ja, aber du läufst jetzt tiefer da, ne? Du musst da irgendwann links. Ja, ich versuche jetzt hochzulaufen, damit ich zu dir komme. Ah, da sehe ich dich. Hi. Na? So, wo ist mein Zeug? Hey, die sind noch ein bisschen weit weg. Müssen ein bisschen querfeld einlaufen. Okay, aber da unten lang geht's zur Arena. Ja, aber wir müssen erstmal zum Zeug. Also, wärst du dem Fluss gefolgt, wärst du irgendwann angekommen, du hättest nur noch einen großen Umweg gemacht. Okay. Ja, stimmt, wir sind da rumgelaufen. So, da unten in der Ecke. Ja, das ist gut, dass du mich direkt zum Abhang führst. Ja, darum, ich habe ja auch einen größeren Umweg gemacht, um hier hoch drauf zu kommen. Aber ich werde jetzt hier einfach runterklettern. Du besser nicht. Nee, vor allem, wo hier so ein ganz bequemer Abgang ist. Hast du einen gefunden? Hm. Dann nehmen wir noch den. Nicht da in die Ritze laufen. Das
bist du wieder weg. Da. Nee, nicht in die Ritze laufen. Das hast du schon bewiesen, das hast du drauf. Hm. Ritze laufen machen wir nicht. Nee, nee. Das ist ja immer noch sehr hoch, also von daher. Ah, hier passt. Hui! Halten, 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 halten und runter. Und ich bin genau da, wo ich hin wollte. Achso, hier kannst du ein Bettchen aufstellen, wenn du willst. Danke. Oder wollen wir es woanders aufstellen? Ja, das können wir ja vom Tempel, aber ich würde jetzt erstmal gerne meine Sachen holen. Die müssen ja hier irgendwo nee, drin. Ja, bist du in die Höhle gelaufen? Ja. Ah, da sehe ich es doch schon. Ja? Ich kann das Zeug nicht nehmen. Ich habe das Zeichen nicht. Hm? Also, das ist irgendwie im Boden drin. Warte, das ist hier an der Seite. An der Seite? Deine Leiche ist irgendwie weitergeglitscht. So, jetzt muss ich mich hier erstmal wieder richtig aus. Du hast ja noch die Schlangenpfeile, ne? Ne? Hast du die nicht mitgenommen? Ah, ich hab's ja doch. Warte, hier. Warte jetzt nicht. Ich muss mich erstmal fertig sortieren. Warte jetzt nicht. Warte jetzt nicht. Halt, stopp. Jetzt rede ich. So. Okay, jetzt kannst du mir geben. Jetzt will ich dir nicht mehr geben. Hol erstmal dein Tier. Wo ist denn mein Tier? Hier, folge mir. Ich muss erstmal was essen. Immer kommt dir was dazwischen. Ja, Shenzi, du bist halt nicht so wichtig. Hier ist dein Tier. Hey. Hallo. So, dann schmeiß ich dir jetzt auch deine Pfeile raus. Und zwar hier. Merci. Und die Höhle könnten wir vielleicht nochmal durchgehen. Vielleicht kommen wir direkt bei der Arena raus, weißt du? Das wäre praktisch. Dann brauchen wir nicht nochmal hier durch das Plateau oben drüber oder unten drunter. Mhm. Entschuldigung. Bin über deine Leiche gelaufen. Oh, hier sind irgendwo Geister. Oh ja. Ich sehe sie bloß nicht. Noch nicht. Unsichtbarer Geist. Ich habe ihn auch schon gesehen und denkt sich, du brauchst mich nicht sehen, reicht, wenn du mich hörst. So. Ja, da ist der Eingang. Oh, 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 oh! War tief oder was ist los? Leuchtschleim! Hast du den gesehen? Hier unten. Ach, da schwimmst ein bisschen. So tiefe Leuchtschleim? Ja, das ist das. Ach nee, hier springt man gar nicht. Ach, das ist das, wo man von der Hand runterspringt. Das ist aber gar nicht. So, dann gib mir mal mein Bettchen. Ah ja, ein Bettchen. Na, ich stelle erstmal meins auf. Zack, und dann schmeiße ich dir das andere raus. Und zwar hier. Oh, ein Skelett. Das bist du. Wollte schon sagen, hast du abgenommen? Alter, ey, ich bin hier gerade dabei, was aufzunehmen, du Arschloch. Mann. Der haut da richtig zu. So ein Flachwichser. Du sagst es. So, wo stelle ich jetzt das Bettchen hin? Mal gucken. Bisschen Zeit. Hier so. Hier ist ein. Ah, mein Katana geht kaputt. Ich habe noch einen Falcata dabei, wenn du eins haben willst. Wie viel Schaden macht denn das? 29. Das ist ein Einhandschwert.
Ja, das ist ein Einhandschwert. Das ist aber besser als ein kaputtes Schwert. Ah, ich habe noch ein Reserveschwert da. Nee, behalte ein Schwert für dich. Okay. Ich habe die Reservewaffen nicht abgelegt von Horst. Hm. Die Ausrüstung habe ich abgelegt, aber die Reservewaffen nicht. Okay. Ich wollte etwas, was mich an ihn erinnert. hier ist ein bisschen Verderbnis. Ja, dann müssen wir da jetzt durch. Oder an der Seite lang. Hier gibt es auch Verderbnis. Ich hätte doch einen Tänzer mitnehmen sollen. Da ist eine große, große Schlange. Ja, die meinte ich. Ja, einmal offscreen. Vergifte die mal. Ja, aber irgendwie. Verderbnis nimmt überhaupt nicht ab, ey. Das ist eine Dreierschlange. Shenzi, das überlebt, ich weiß nicht. Nein! Shenzi überlebt das. Wir brauchen einen Tänzer. Jo. Nur zur Info, ich bin nicht hinter dir, ne? So. Wo bist du denn? Ich bin seitlich hochgegangen. Aber das macht mir hier überhaupt keinen Spaß. Nee, mir auch nicht. Ich werde hier auch nicht ewig weit reingehen. Ich will nur gucken, ob ich diese Schlange mit Gift töten kann. Apropos Schlange, hier gibt es auch Schlangen, sehe ich gerade. Das gibt's doch nicht. Zerpimmel mich. Los, Battlecat, komm raus. Ich muss erstmal ein bisschen heilen. Heizt ja gar nicht da drin irgendwie. Jetzt fällt mir auch ein, warum ich nach Hause wollte. Aloe Vera habe ich nicht mehr. Ja, ich aber. Komm her, du dreckige Kackschlange. Alleine werde ich diese Schlange hier nicht erlegen. Ich treffe diese. Ja, ich treffe die kleine Schlange hier gar nicht. Oh, danke, Battle Cat. Die macht bestimmt ganz viel Aua, die kommt schon wieder so ein Skelett von hinten. So, jetzt haben wir bestimmt 6 Skelette platt gemacht. Und ich heile gerade irgendwie nicht. Ist natürlich bescheiden. So, macht die Dolle Schaden? Ich habe keinen Bogen dabei. Würde ich mal wieder als Standardrüstung machen. Ich glaube, wir brauchen da nicht reingehen, ganz ehrlich. Wo ist denn Shenzi? Tot! Die hat zweimal zugebissen und Shenzi war tot. Ja gut, dann lass mal abhauen. Ich glaube, und meine Verderbnis ist auch echt weit. Ich würde fast sagen... Battle Cats! Böses Battle Cats! Jetzt müsste auch an dem Schlundloch müssten bestimmt wieder ein paar Hyänen sein. Ja, lass uns die Hyänen kloppen. Lass mal lieber dahin gehen. Lass uns die Hyänen kloppen, ey. Und dann gehen wir mal zurück.
Weil meine Verderbnis ist auch echt übel. Ja, wir brauchen Dreier- oder Vierer-Tänzer, ja. Und die müssen wir mitnehmen. Ja, ja. Wo ist noch Knochen? Knochen, Knochen, Knochen. Okay, wissen wir Bescheid. Ah, die Schlange hat es in sich, aber die haben wir ja früher geschafft. Wir haben die schon mal geschafft, ja, aber... Vor den ganzen Aufnahmen hier. Oh, also mein Skelett ist definitiv ein Geist, das ist schon wieder geglitscht. Ich weiß nicht, ob du das siehst, was ich sehe. Wenn ich einen bestimmten Punkt angucke, guck mal auf meinen Monitor. Fasziniert. Nein, ich sehe das nicht. Du bist da irgendwie mit deiner Leiche hochgeglitscht. Na toll. Vlad der Pfehler hat sich hier mal blicken lassen. Vlad Teppisch. Bin ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen? Bin ich, was bin ich? Da, wo du gestorben bist, nur Achtung, der spuckt. Ja, ja, der spuckt. Ach, da müssen wir hoch, ne? Ja, hier links kannst du hoch. Wenn du hier kurz links langläufst, nochmal am Fluss was trinkst. Aua! Lass dich doch nicht anspucken. Dann kommt man hier hoch. Achtung, da kommen gleich Steinnasen. Da muss man laufen. Okay. Ich glaube, da ist eine Steinnase mit roten oder... Die ist, glaube ich, hat, glaube ich, einen Totenkopf oder so. Hm. Sah ein bisschen härter aus als die anderen. Ach nee, die haben immer rote Augen. Okay. Dann sind es normale Steine. Ich hab keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Nö. Dann kommt man hier so Richtung nach Hause laufen, wenn man auch die Richtung weiß, wo. Ne? Ja, man könnte auch erstmal dahin gucken, wo die Hyänen waren. Oh, und diese Steinnase einen nicht nervt. Oh. Nein, mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht. Du bist doof. So, tot den Steinnasen. Wollen wir dann zur neuen Basis? Oh, ja, aber hier sind jetzt wieder ganz viele Hyänen, die ich gerne erstmal packe. Achso, ich bin vorbeigelaufen, warte mal. So. Wo war das? Wo war das? Wo bist du? Komm her, komm her. Das war nur Wildfleisch. Ich sichle sie alle zu Tode. Da war ich alle gespawnt. Also ich sehe hier doch, zwei, ja, vier, ja. Ich bin 5 Meter vorgegangen und dann habe ich die anderen auch gesehen. Komm, Battlecat, wir nehmen die nächsten. Juhu, 17 Dämonen-Dude bekommen. Juhu. Kommt her, ihr kleinen Arschlöcher. Kommt her, kommt her. Nimm das, nimm das. Sackratze am Spieß, du. Los, fass, Battlecat, fass. Ja, hör auf zu fiepen. Und weiter. Yay, weitere 21 Dämonenblut. Super, super. Ich kille und du schlachtest sie aus. Mhm. Das ist nicht mehr gute Arbeitsteilung. Hast du gut. Ah ne, ich habe nur 23 Dämonenblut. Mist, wir bräuchten 60. Oder 70. Was ist das da eigentlich? Ach, das ist ein Lagerfeuer. Okay. Ja.
als normale Hyänen. Ja. Nochmal warten, bis die nächsten spawnen. Ja, dann machen wir hier kurz eine Pause. Also, dass ihr das halt nicht seht, weil die Wartezeit müsst ihr ja nicht sehen. Oder wir machen hier Fast Forward und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die nächste Runde anbricht. Genau. Bis gleich. 3, 2, 1. Ja, da sind wir wieder. Wir haben da 5 bis, keine Ahnung, 10 Minuten gewartet, nichts passiert. Dann dachten wir uns, doch, dann kommen wir nochmal hierher. Und versuchen wir nochmal ein, zwei Drachen in den Arsch zu treten. Genau, ein paar Drachen, vielleicht doch ein Fledermäuschen. Die namenlose Stadt. Ich hab's gerade wieder vergessen. Ja, da oben ist eine Fledermaus. Ja, komm mal hier. Dahinter ist auch noch eine. Ja, komm mal hier. Feine Fledermaus. Ja, komm. Eis, Battle Cat. Fass. Los. Stirb, du Fledergedöns. Ich leuchte euch mal. Es kann nur ein Batman geben. So, gucken wir mal. Dämonen blutet. Wildfleisch. Nein. Guck, vielleicht die andere. Ist nur einer. Ja. Klatsch. Batsch. Oh, der haut mich. Los, Battle Cats. Okay. Gebt mehr Blut! Yay, ich hab ein Blut bekommen! Ah, oh, es ist zu wenig! Ich krieg hier schon wieder Verdammnis. Komm da weg vom Rad. So, wir müssen aufpassen, weil hier irgendwo ja diese Reliktenjäger waren. Ja, die hatten es in sich. Zumindest die Chefin. Hm. Wenn ihr gutes Zeug bei sich habt. Es ist so dunkel hier. Auf jeden Fall erkennt man das Glitzer-Skelette. Da oben ist ein Skorpion, wenn du willst, aber... Ja. Man sieht den Weg überhaupt nicht richtig, so dunkel ist das hier. Welcher Weg? Du bist da wie im Pferdearsch. Nee, hier gehe ich raus aus der Stadt, ne? Ja. Aber hier finden wir keine Drachen. Nee. Wenn wir rausgehen. Also diese toten Hyänen waren doch irgendwie am besten, ne? Hm. Wenn wir einen Kartenraum hätten, könnten wir da immer ganz schnell hin teleportieren. Hm. Das ist richtig. Dafür brauchen wir leider Dämonenblut. Ein Teufelskreis. Ja, in diesem Spiel ist es sowieso alles hier ein Teufelskreis. Du brauchst jenes, dann brauchst du auch dieses, dafür brauchst du dies und das. Und man ist andauernd in einer Sammel-Todesspirale. Hier geht's runter. Und da unten ist ein Drache. Oh, sind wir schon mal richtig. Mach mal sauer. Vielleicht kommt er ja hoch. Ey, Battlecat. Oh, der kommt wirklich hoch. Das sehe ich aber nichts. Ah, danke. Das ist praktisch. Ich sehe wirklich nichts. Ich sehe nur das Verwundungsradius. Der glitscht so ein bisschen hoch und runter. Ich aber auch gerade. Ich glaube, für eine Aufnahme ist das gerade richtig scheiße. Ey, seht den Kampf. Es ist dunkel, aber hier ist ein Kampf. Ich kann ihn euch beschreiben. Es ist dunkel. Du bist fast tot. Ah, Heinrich! Ich nicht. Battle Cat. Scheiße, ich kann nicht, glaube ich, in den Heilfallen fallen. Super, Battlecat ist tot. Nee, noch nicht. Nee, bei Battlecat helfen die nichts. Jetzt ist Battlecat tot. Warum bringen denn die Pfeile nichts?
Okay, jetzt bin ich gleich tot. Aua. Brauchst du Halbpfeile? Ich brauche erstmal Ausdauer. Gibt's auch Ausdauerpfeile? Ich habe ganz schlechte Ausdauer. Okay, dann gehen wir eher nach Hause. Ja. Nur zur Zeit sind die Drachen. Ah, die bewachen eine Tür da, ne? Ja, bleibst du mal stehen? Weil der rutscht nämlich zum nächsten. Das sind zwei da, direkt. Komm mal wieder hoch. Ja, ja, ich wollte die zwei Dämonenblut noch haben. Okay, also dann gehen wir doch eher direkt nach Hause. Was bewachen die denn da? Willst du gucken? Nee, das ist aber irgendein Eingang. Ist das vielleicht die Höhle, die wir letztes Mal gesucht haben? Keine Ahnung. Also den schaffen wir nicht, glaube ich. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das sieht sogar größer aus als den, gegen den wir gekämpft haben. Würde ich auch sagen. Ja, lassen wir den mal da, wo er ist. Dann gehen wir nach Hause. Ja, ich bin hier. Oben ist auch wieder einer. Okay. Ich glaube, wir hätten den Weg nehmen sollen, den wir gerade hochgekommen sind. Warum? Hier kommen wir doch auch hoch. Ja, hier durch. Gerade durch! Folge dem Licht, folge Mathilde. Also wir verbrauchen gerade echt viele Tiere. Mhm. Außerdem sind wir jetzt fast durch. Mit den Tieren? Nein, durch die Stadt. Also, gute Sklavenkämpfer organisieren. Ah, Skelette. Und dann gehen wir hier nochmal auf Drachenjagd. Ja, nicht da lang. Da sind Skelette. Das habe ich auch gerade gesehen. Ah, scheiße. Lass laufen. Lauf einfach. Lauf. Lauf, Forrest, lauf. Nee, ich habe keinen Bock auf dich. Wir haben auch noch was anderes zu tun. Muss ein Tänzer nachher zugucken oder Tänzerin. Ja, ich glaube, ich habe die Tänzer viel dringender als du. Oh, wenn ich so auf deinen Monitor gucke, ja. Wieso hast du so viel Verderbnis? Weil ich da diese Schlange beschossen habe und da die ganze Zeit in diesem Verderbnistempel stand. Ich bin ja wieder rausgegangen. Ja. Ja, was übrigens bei mir noch auf Agenda steht, ich will so langsam eine Kühltruhe bauen, weil ich das mittlerweile kann. Dafür brauche ich aber gehärteten Stahl und Eis. Eis, weiß ich, müssen wir für den Norden gehen. Das Problem ist der gehärtete Stahl. Ich habe das extra nachgelesen. Das geht wohl mit Schwefel und Stahl im Ofen. Und das ging nicht. Vielleicht wisst ihr, was da los ist, ob ich da was vergessen habe. Vielleicht hat auch das Stahlfeuer. Ach nö, ich hatte ja noch Teer in Chensi. Naja. Ah, oh, das Teer ist weg. Ich fiel mir gerade so ein bei dem Thema Stahlfeuer. Hm, ich hatte nichts in Battlecat, Gott sei Dank. Uns wäre es jetzt auch. Ja, ein paar schwere Sachen, aber nichts allzu Dramatisches. Glaube ich. Ach, aber man fühlt sich doch schon langsam wieder hier zu Hause, ne? Ja. Gut, gut. Ich glaube, wir machen jetzt hier erstmal einen Break. Lecken unsere Wunden. Ja. Tränen über die ganzen Tiere. Weinen darüber. Wir werden jetzt schon bei Shenzi der Dritten. Kann man Gräber aufstellen? Ich wollte da eigentlich so Kisten für die gefallenen Viecher machen, mit Holztruhen und die da reinlegen, aber ich habe es nicht wirklich durchgezogen. Man könnte hier so, wir haben noch diese Pflanzenkübel. Mhm. Wir bauen pro Pet und so Sklaven, die wir verlieren, so einen Pflanzenkübel auf. Und machen ein Schild dran. Können wir auch machen. Dann haben wir später. Dann ist das der Garten der Gefallenen. Das finde ich voll gut. Der Garten der Gefallenen. Finde ich voll gut. Machen wir. Gut, dann, ja. Viel Spaß. Und die, die es noch nicht haben, lasst mal ein Abo da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.